Hey ho und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Informationsvideo. Es wird, obwohl so klein wird es glaube ich gar nicht, nämlich eine ganze Menge zu erklären, zu erzählen und bla bla bla. Kam ja schon länger keins und darum geht es jetzt einfach mal los. Also erstmal wunderschönen guten Tag an die ganzen neuen Zuschauer. Das sage ich an dieser Stelle einfach mal deswegen, weil momentan der Zuschauerzuwachs auf dem Kanal wirklich immens ist. Seit dem letzten Video haben wir über 50 neue Abonnenten dazu bekommen. Also für euch auch hier nochmal. Ab und zu kommen Infovideos raus und ja, einfach draufklicken, um die neuesten Dinge zu erfahren. Dann, gestern kamen ja keine Folgen raus. Alles dazu, und das wiederhole ich immer wieder gerne, steht auf Facebook, warum das passiert ist. Immer solche Informationen, wenn keine Folgen rauskommen, auf dem Facebook, auf die Facebook-Seite gehen, bla bla bla. Und da erfahrt ihr, was los ist, wenn ich nicht gerade sogar ein Infovideo hochlade, was aber meistens entweder einen Tag später kommt oder gar nicht. Ja, gut, kommen wir jetzt zu den anderen Dingen. Und zwar wurde ich gefragt, ob denn demnächst wieder Dragon's Profit anläuft. Dragon's Profit war ja, bevor ich umgezogen bin nach Österreich, ein laufendes Let's Play. Ich glaube, 30 Folgen haben wir oder so. Und dazu vorneweg, jetzt vorerst wird Dragon's Profit nicht mehr erscheinen. Es ist geplant, da noch weiter zu machen, weil wir haben ja noch lange nicht das Ende erreicht. Wir sind ja gerade mal im ersten Land gewesen. Es wird aber hoffentlich mit dem Wolke zusammen wieder geschehen. Also momentan bin ich sowieso verplant für die nächste Zeit. Da müssen wir mal gucken. Das erkläre ich auch gleich noch, da gehe ich auch noch gleich drauf ein. Es wird am Ende des Videos geschehen. Es wird auf jeden Fall noch was kommen. Ich weiß aber noch nicht wann und jetzt innerhalb der nächsten 1-2 Monate auf jeden Fall erstmal nicht mehr. So, des Weiteren. Wegen der Webcam-Aufnahmen und gerade wegen Torchlight. Ich hatte ja in den letzten Torchlight-Folgen angekündigt, dass die mit Webcam-Aufnahme geschehen. Dies ist nun nicht passiert. Ich habe die Webcam-Aufnahme zwar auf dem Rechner. Oh. Ich habe die Webcam-Aufnahme zwar auf dem Rechner, allerdings ist meine Zeit doch sehr knapp gewesen und deswegen konnte ich keine Webcam-Aufnahme mehr draufspielen. Das tut mir jetzt sehr leid für alle, die Webcam erwartet haben. Ich werde gucken, ob das eventuell in nächster Zeit nochmal funktioniert. Gerade habe ich ein bisschen Stress mit dem Zweitkanal, der ist ja jetzt auch am Anlaufen. Da muss ich mal gucken, wie ich die Folgen mache, weil die auch sehr aufwendig sind. Ich habe mir, glaube ich, da ein bisschen zu viel aufgeheizt mit der einen Folge, die ich jetzt gemacht habe. Ist auch erstmal egal, wer da gucken möchte. Ach, kommen auch gerne drauf. Ja. So viel zur Webcam, also Torchlight ist erstmal ohne und The Forest weiterhin jede Folge mit Webcam. Also wer Webcam möchte, einfach bei The Forest mal vorbeischauen, das ergibt Sinn. Das nächste, neuer Kanal-Trailer. Ich lese hier gerade die Stichpunkte ab, deswegen. Es wird bald wahrscheinlich wieder ein neuer Kanal-Trailer kommen, ich weiß noch nicht wann, das muss zeitlich und launisch dazu passen, weil der letzte Kanal-Trailer ist ja doch schon eine ganze Ecke her und es hat sich auch einiges verändert und man möchte auch mal einen neuen machen. Da wird es bald einen neuen geben, ich bin noch gespannt, wann ich das auf die Reihe bekomme. Bis jetzt noch der alte Kanal-Trailer, der ist auch noch ganz zutreffend, also wer Lust hat, da mal vorbeischauen, gerade an die neuen. Und ja, da gucke ich mal, dass ich da demnächst bald einen hinbekomme. Das Battle zwischen Untry, Derp und Neverguest LP. Ich hatte da ja was angekündigt, so im Stillen und Leisen. Da bin ich natürlich auch noch dran, das ist nicht vergessen. Aber momentan noch nicht fertig, sage ich mal. Das wird noch eine Weile dauern, bis ich da mich entschließe, das dann zu veröffentlichen. Da möchte ich dann auch wirklich perfekt was veröffentlichen, nicht irgend so ein Schrott. Deswegen muss da noch geguckt werden und ja, schauen wir mal, wie das sich läuft. Ich halte euch da auf dem Laufenden auf jeden Fall. Und jetzt zum Schluss nochmal den Plan vorstellen. Ach ja, stopp. Wer nicht weiß, was Android Derp ist mein neuer Zweitkanal. Ich hatte ja schon mehrmals versucht, einen Zweitkanal zu erstellen. Jetzt hat es wirklich, jetzt mache ich es wirklich. Und da gibt es jeden Mittwoch gibt es da ein Video. Ob Real Life oder einfach nur Android Games also auf den Emulator gezockt, da findet ihr sowas. Das ist halt alles, was hier nicht so auf dem Kanal nicht so zu suchen hat. Also, wenn ihr da Lust habt, einfach mal da vorbeischauen. diesen Mittwoch ist ein sehr lustiges Video, glaube ich. Also, könnt ihr mal gucken, vielleicht gefällt es euch ja. Was ist momentan geplant? Und da kommen wir auch auf das Dragon's Profit Let's Play zurück. Was ist momentan auf den Slots geplant? Wir haben ja das Minecraft Endlos Let's Play, das heißt endlos, weil es endlos ist. Das heißt, das wird auch nicht wegfallen. Da sind wir momentan bei Folge 810 bis 15. Ich weiß nicht, was veröffentlicht ist, aber ich habe 815 Folgen aufgenommen schon. Das wird natürlich weitergehen. Daneben haben wir momentan das Inside Mine Let's Play. Dieses Inside Mine Let's Play wird so lange weitergehen, bis, also es wird noch ein bisschen weiter gehen, wir haben ja dieses Schachbrett da noch, was wir bauen müssen, das werden wir auch wahrscheinlich noch bauen und dann wird das Inside Let's Play wieder
erstmal wieder in den Hintergrund rücken. Ob Staffel 4 dann irgendwann kommt, irgendwie sicherlich. Ich bin ja da auf dem Server doch schon ziemlich heimisch. Nach Inside Mine kommt dann auf jeden Fall nach längerer Pause dann die Dedelic Games, die ich angekündigt habe. Ich habe mir eben gerade schon, für alle, die es interessiert, Silence und Fire vorbestellt. Diese werden also auf jeden Fall kommen. Silence natürlich sofort, wenn es rauskommt. Ich krieg's, glaube ich, am 4. April stand da, krieg ich's zugeschickt. Hoffentlich krieg ich's ein bisschen früher. Es kommt ja, glaube ich, am 28. bis 31., glaube ich, raus. Das wird auf jeden Fall von uns gezockt. Fire habe ich mir auch mitbestellt. Devil's Man klingt auch nicht schlecht. Da wird auf jeden Fall, glaube ich, das nächste halbe Jahr komplett zugebaut sein, der Slot. Nach Torchlight, das momentan ja läuft, habe ich Anno 2070 geplant. Ich weiß nicht, wie lange Torchlight läuft. Es scheint aber sich doch... recht flüssig von der Hand zu laufen. Ich nehme stark an, wir haben ungefähr ein Drittel erreicht oder so. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich weiß nicht, wie groß Torchlight ist. Da werden wir dann mal schauen. Ist auch die Black Edition. Wer weiß, was da für Zusatzinhalte drin sind. Ich kann es euch nicht sagen. Danach auf jeden Fall Anno 2070. Und dann haben wir ja noch als letztes Let's Play momentan The Forest. Ist eigentlich unüblich für mich, dass ich 4 Let's Plays mache. Momentan spiele ich aber kein League of Legends mehr. Das heißt, ich habe mehr Zeit für Let's Plays. Und deswegen... gerade The Forest. Ich weiß nicht, wie lange The Forest geht. Es ist ein sehr endloshaltiges Let's Play. Wenn da gerade so viele Updates jetzt noch kommen, dann kann das natürlich sich eine Weile hinziehen. Sollte The Forest allerdings vorbei sein, dann kann man darüber reden, ob man danach eventuell Dragon's Prophet wieder an Start nimmt. Man kann gucken, ob man vielleicht noch mal eine Runde Don't Starve spielt. Man kann vielleicht auch Metro Last Light habe ich noch zum Spielen. Da ist momentan recht viel da, was ich habe. Ich habe überlegt, mir Diablo 3 zu holen, aber das ist, wow, also preislich, wow, das ist hart. Da müssen wir mal schauen. Ja, also, ich hoffe, das hat jetzt ein bisschen erklärt, das Video. Ich hoffe, ihr habt, wenn ihr Fragen habt, natürlich in die Kommentare rein. Nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen Kommentare, die momentan entstehen, für die Zuschauer, die neu dazugekommen sind. Ich kann es immer wieder sagen. Und ich glaube, wir werden sehr bald, die 2000 Abonnenten-Marke knacken und dann werde ich mir wahrscheinlich wieder ein krasses Special für euch ausdenken müssen. Das geht alles sehr schnell, lebe ich gerade. Freut mich. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Heute kommen wieder Let's Plays raus und bis denne, Antenne. Wir sehen uns wieder. Tschüss.